So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac Repentance, letztes Mal sind wir ins weiße Feuer gegangen. Mehr sag ich dazu nicht. Das wird ziemlich... Ja, wow. Wir spielen mit ihm, einfach nur um die Ebene gleich wieder zu beenden. Oh, was haben wir hier? Natürlich. So, bring mich um, danke. Okay, so, wir starten entweder mit einem Stachelraum und gehen kurz rein. Weiß nicht, ob der Stachelraum so geil ist. Nee. Sehe ich jetzt nicht. Oder wir starten bei einem Itemraum. Quastiers. Okay. Die fühle ich. Die nehmen wir mal mit. Da haben wir auch so ein Opferräumchen gleich. Okay. Ist zwar keine XL-Ebene. Normalerweise starte ich gerne auch in XL-Ebenen. Aber die Quastiers, die kann man ja mal mitnehmen. Jo. Braucht dringend eine Bombe. Und dann kann ich hier eine Bombe sprengen. Und dann kriege ich alles. Aber die eine Bombe brauche ich. Eine Bombe. Kriegen wir eine Bombe, ist die Frage. Kriegen einen Schlüssel. Was nützt mir der eine Schlüssel? Ich brauche eine Bombe. Okay, das ist der letzte Raum, um eine Bombe zu bekommen. Das ist nicht so gut. Wir werden leider nicht alles bekommen. Schade. Gut, ich kann beim Boss auch noch eine Bombe bekommen, wenn ich Glück habe. Ja, hier bekomme ich schon mal überhaupt nichts. Hier bekomme ich schon mal überhaupt nichts. Na dann probieren wir den Boss und gucken, was passiert. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein Schlüssel für Downpour. Okay, Schlüssel habe ich schon mal. Keine Bombe. Kann ich nichts weiter hier machen in der Ebene mehr. Ach doch, ich kann. Oh, jetzt war. Ha, 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 ha. Jetzt weiß ich nicht. Ah, nee, kann ich nicht. Das Herz ist eingesperrt. Ich habe nichts gesagt. Nevermind. Schade. Schade. Schade, Schokolade. Abflug. Jetzt brauchen wir zwei Bomben. Innerhalb der nächsten zwei Ebenen. Da haben wir schon mal einen Itemraum. Da haben wir jetzt wieder dieses Ding und da kriege ich, ich weiß, von dem Ding kriege ich 5 Bomben. Von dem Ding kriege ich 5 Bomben und noch irgendeinen Zusatzeffekt, den ich noch nicht verstanden habe. Da ich aber auf jeden Fall 5 Bomben brauche, dieses Rocket Propulsion. Ich weiß nicht, was Rocket Propulsion ist. Keine Ahnung. Am Bombeneffekt hat es jedenfalls nichts geändert. So schien es zumindest. Rocket Propulsion. Ich weiß nicht, was es tut. Oh, hört ihr das? Oh, das hört ihr. Das ist mein Schulgong, den ich mir eingestellt habe, wenn die Stunde rum ist. Der ist auf, ja, die Zeiten gestellt, wenn normalerweise eine Stunde vorbei ist. Damit ich nicht überziehe. Nein, ich neige mich dazu, im Distanzunterricht zu überziehen, weil halt, ja, weil es halt keinen Schulgong gibt. Dann sind die Schüler immer so, hey, die Stunde ist schon rum. Wir müssen zum nächsten Lehrer. Ja. Wait, wo sind... Wir sind... Ich wollte gerade sagen, wir sind doch gar nicht in Downpour. Wir sind in Dross und wir haben Dross freigeschaltet. Dross ist eine Ebene.
Wir haben Dross freigeschaltet letztes Mal, als wir den Boss in Downpour besiegt haben. Da haben wir Dross freigeschaltet. Dross ist eine Ebene. Ah. Wir sind in einer neuen Ebene. Das habe ich gar nicht gerafft. Jetzt raff ich das erst. Das heißt, wir kriegen ja neue Gegner auch zu sehen. Okay, der kannst du mal aufhören mit dem Quatsch. Danke. Der hört dann auch gar nicht damit auf. Okay. Interessant. Dann weiß ich gar nicht, ob es jetzt hier auch wieder mit Bomben dann rausgeht. Aber wir werden sehen. Okay, Dross ist das. Ja, was ist Dross? So eine Art Verlies? Also ich weiß nicht, was es übersetzt heißt. Aber es wirkt wie so eine Art, ja, Verlies. Sowas Unterirdisches. Okay. Ja, mehr kann ich nicht tun. Mach mal Bossi. Darf ich da drauf laufen oder ist das nicht so cool? Achso, das macht nur Rutschi. Alter, was bist du denn? Ja, der feiert hier ein bisschen. Hui! Ich feiere auch ein bisschen. Hui! Yo, okay! Jetzt hat er sich auch noch aufgeteilt. Jetzt macht er noch mehr Rutschi-Rutschi. Aber dafür ist er nicht mehr ganz so schnell mit seinem Rutschi-Rutschi. Junge! Interessanter Boss aber. Aber auch ein Boss, wo ich das Gefühl habe, der könnte mir irgendwann mal böse wehtun. So, weg mit dir. Satan-Deal ist da, aber wir gehen wieder nach dem Engel-Deal. Und das Ding ist, ich kann jetzt hier ein bisschen opfern. Ich kann hier ein bisschen opfern gehen. Weil hier liegen Herzen rum, ne? Also kann ich ein bisschen opfern gehen. Und ich könnte mal hier einen Geheimraum holen. Mit The Devil und The Hermit. Ja gut, nehme ich lieber The Devil mit. So, liegt hier auch ein ganzes Herz? Ja, okay, dann ab dafür. So, wir fühlen wieder gebläst. Keine Ahnung, was es bedeutet. Ich weiß es bis jetzt nicht. Aber ich fühle mich wieder gesegnet. Ist in Ordnung. Sich gesegnet fühlen ist nie verkehrt. So. Beim Boss war noch ein halbes Herz, ne? Was? Frechheit. Gottes Tiere aufs Schärfste. Dann probiere ich es hier noch. Aber es ist der letzte Versuch. Letzter Versuch. Ach, geh doch heim. Na gut. Die zwei Bomben muss ich nämlich behalten für die Tür, die dann kommt, ne? Also, wir brauchen ja wieder zwei Bomben für die Minen. Okay, Dross 2. Jetzt erstmal keinen Schaden bekommen. Hält wahrscheinlich jetzt genau ein paar Sekunden noch die Aussage. Wenn wir erstmal diese Knubbel da wegkriegen, so, sehr schön. Jetzt sollte der Rest doch laufen. Okay, cool. Da haben wir wieder eine Bombe. Da ist wieder so ein Spiegel. Ich spreng den jetzt nicht. Sollte ich jetzt wieder ein weißes Feuer finden, gehe ich ins weiße Feuer und gehe dann mit dem weißen Feuergeist vor den Spiegel. Ach so, oh, das ist ja cool. Das ist wie so ein Wasserfall. Okay, dann ist Dross schon auch so eine Variante von der Kanalisation. Nur, ah, mein Gott. Da ist ein Schalter, ne? Der macht jetzt blaue Feuer draus. Okay, sehr schön. Gut. Sollte es hier jetzt nach oben gehen? Okay, wir werden gleich mal was probieren. Aber vorher hole ich mir das Item. Oh, ich habe keinen Schlüssel.
das ist ja nicht so. Nein, ich hab die... Ich wollte eigentlich sowohl Feuer als auch Geheimräume. Wahrscheinlich ist er da gar nicht. Yo! Mach den Quatsch nicht. Das hat jetzt schon wieder böse weh getan. Ah, die zerfallen in diese Dinger. Okay. Da ist schon der Bossraum. Das habe ich jetzt auch nicht wirklich bestellt. Ey, kriege ich keinen Schlüssel? Ah, da, ist noch, da sind noch Räume übrig. Okay. Brauche dringend einen Schlüssel. Oh, ich wäre in den Shop reingelaufen. Ich dachte, das ist der Itemraum. Ups. Hier ist wieder ein Feuer. Okay. Oha. Da ist mein Schlüssel. Da ist meine Energie. Die Schere, nee, die ist nicht so. Dann nehmen wir mal das mit. Deck of Pennies, naja, gut. So, jetzt, ich trau mich. Ich gehe ins Feuer und dann gehe ich zum Spiegel. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Vielleicht hat es ja einen Zusammenhang. Okay. Es hat einen Zusammenhang mit dem Geist. Die Ebene ist jetzt gespiegelt, aber was ist jetzt? Oh, das ist bestimmt irgendwie... Okay, man muss bestimmt mit dem Geist dann die Spiegelwelt schaffen. Das ist jetzt nochmal die gleiche Ebene praktisch. Aber ich darf halt nicht getroffen werden. Ne? Ich habe keinen einzigen Hit. Ich spiele jetzt praktisch einen No-Damage-Run. Ja, geiles Herz. Aber gibt's jetzt dann nochmal? Das wird jetzt eine interessante Frage. Gibt's jetzt dann nochmal den Itemraum? Also kriege ich jetzt ein zweites Item dadurch auf die Art und Weise? Ich hoffe, wir werden es erfahren und ich jetzt nicht hier drauf gehen. Wir werden es erfahren. Es gibt noch mal ein zweites Item. Das Knife Piece, okay. Was passiert, wenn ich jetzt hier... Ich weiß halt nicht, was das Ziel ist, ne? Ich weiß halt nicht, was das Ziel ist dieses Spiegels. Ist das Ziel, noch mal zum Feuer zu kommen? Oder bin ich jetzt tot, wenn ich nochmal ins Feuer gehe? Ich weiß es halt nicht. Ich muss es ausprobieren. Tut mir leid. Wenn ich jetzt drauf gehe, tut es mir leid. Aber ich muss es ausprobieren. Ich weiß ja nicht, was das Ziel ist. Vielleicht ist es ja so, du gehst ins Feuer, du gehst zum Spiegel und musst wieder den Weg zum Feuer finden. Kann ja sein, dass das was bringt. Ich weiß es ja nicht. Ich muss es ausprobieren, okay? Bitte don't judge me, wenn ich jetzt sterbe. Hier tut einfach gar nichts mehr. Gut, dann habe ich es am Ende ausprobiert. So, dann beziehen wir nochmal ihn hier ganz fix. Oh, das war knapp. Das war böse knapp. Boah. Okay, also... Man spielt die Ebene quasi doppelt. Kann ich eigentlich direkt dahin gehen. Und alles ist cool. Ah, ich weiß... Oh mein Gott, ey. Wir sind so knapp davor, diese Ebene zu schaffen. Also ich muss halt da noch den Boss besiegen mit dieser Energie, die ich habe. Ach, kommt jetzt nicht noch dieser komische Raum? Ja. Aber der Raum sollte auch okay sein. Okay, der Shop ist in der Spiegelwelt leer. Oder was? Das ist ja auch interessant. Kann ich hier Geld einzahlen? Ja, kann ich.
So, jetzt muss ich den Raum noch schaffen. Ach ja, das war die Kacke. Die könnte jetzt... Oh, ich kann ja hier rüber. Was ist passiert? Hä? Ich hatte... Irgendwie hatte ich noch einen Hit plötzlich mehr. Ich dachte, ich bin tot. Und dann war ich doch nicht tot. Okay, ich glaube, ich mache gerade zu viel auf einmal. Eigentlich wollte ich ja die 9 Ebenen durchlaufen. Das mit dem weißen Feuer sollte ich auf später verschieben. Aber wir haben jetzt mal die Spiegelwelt gesehen. Wir wissen jetzt, das weiße Feuer und der Spiegel hängen zusammen. Das heißt, wenn wir mal einen Spiegelraum finden, wissen wir auch, es gibt auf der Ebene höchstwahrscheinlich ein weißes Feuer. Oh Mann! Also wir sind ein Stück schlauer geworden. Aber auch nicht. So kann man das, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Puh! Also das ist wirklich ganz großes Puh. Gut, wir versuchen jetzt mal weiter die Ebenen zu spielen. Ne? Ich wollte ja überhaupt nicht das mit dem Feuer machen. Ich wollte ja eben die Ebenen spielen. So kann der durch das Feuer schießen und ich nicht. Okay. So, da ist doch was Schönes zum Sprengen. Hä? Ach so. Aber manchmal ist man halt auch einfach doof. Ah, das hätte... Das war eines der Fässer, das ich verschieben kann. Ich hab's gesehen, es tut mir leid, ich hab's zu spät erkannt. Ich hab's realisiert, es tut mir leid. Please don't judge me. Oh Mann! Oh wow. Erstmal Boss. Oh Gott. Ich glaube, ich werde gleich nicht mehr viele Herzen übrig haben für die Maschine. Da unten reinlotsen ist eine ganz interessante Geschichte, aber auch riskant, ne? Aber vielleicht wirklich eine gute Möglichkeit, um die so ein bisschen schneller zu besiegen. Oh mein Gott. Okay. Nee! Okay, hier liegen Herzen rum. Sehr schön, wir können also ein bisschen mit der Maschine spielen. Das ist doch schon mal was. So, dann kann ich nämlich hier mir auch gleich Zeug holen. Jetzt spielen wir erstmal so. Gucken mal, ob er auch sowas gibt. Ja, gut, passt. Dann brauche ich doch nicht mit der Maschine spielen. Doch, natürlich spiele ich mit der Maschine, weil die Herzen habe ich ja so oder so. Jetzt opfern wir mal kurz mal das blaue Herz, um den Stachelraum zu betreten. Hilft leider nichts. Stachelraum ist halt nun mal ein Stachelraum. Ja, und ich habe mich erinnert, Kane, also Dings, die guten Pillen, dieses Item mit den guten Pillen, das war ja, dass man die Pillen auch sehen konnte, aber Kane kann nur gute Pillen bekommen wegen dem Luckfood. Na, so ist es gewesen. Jo, 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 ciao. Alles klar, cool. Das war das. So. Dann habe ich... Ah, nee, Moment. Wie viele Herzen liegen da jetzt rum? 2. Nice. Nice.
Richtig nice. Okay. Für 3 Münzen? Ja, komm. Solange ich für ein Herz mehr als 3 Münzen bekomme. Okay, jetzt war es kein guter. Jetzt war es kein guter Deal. Jetzt war es kein guter Deal. Jetzt war es leider kein guter Deal. Okay. Wir gehen erstmal an die 3 Münzen hier ran. Vielleicht sind da ja mehr Herzen drin. Ups. Das kam überraschend. Och Mann. Das kam etwas überraschend. Starte ich jetzt noch einen Run oder belassen wir es hierbei? Haben wir in dem Part irgendwas erreicht, was ich in... Ja, wir haben die Spiegelwelt besucht. Wir haben die Spiegelwelt besucht. Das soll's erstmal. Das soll genügen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.